So, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Jörg, Delta Lima 2 November India, komme von der Schwäbischen Alb aus der Nähe von Ulm und bin Rentner. Mein berufliches Betätigungsfeld war Nachrichtentechnik, Empfängerentwicklung und Antennenentwicklung. Was ich heute erzählen möchte, ist allgemein über eine aktive Empfangsantenne für den Kurzwellenbereich und im Besonderen den Einsatz dieser Antenne für ein Messsystem, was beim DARC verwendet oder eingerichtet werden soll in diesem Jahr, um das Umweltrauschen messen zu können. Denn wir alle haben ja das Problem oder die meisten von uns, dass der Rauschpegel selbst auf ländlichem Gebiet immer größer wird und wenn man keine Zahlen hat, dann kann man schlecht nachweisen, was da so im Laufe der Jahre passiert durch Schaltnetzteile und LED-Lampen und ähnliche unschönen Dinge mehr. So, was ist die Zielsetzung? Die Zielsetzung ist eine kleine Antenne, ich denke mal an Frequenzen vom 2200 Meter Band, 137 Kilohertz. Da wäre ein Lambda-Viertelstab etwas unhandlich, also mit anderen Worten, wir brauchen handliche Antenne, die möglichst aber dann auch für den gesamten Bereich Lang-Längstwelle bis rauf zu 30 Megahertz geht, vielleicht sogar auch noch höher. Dann für unsere Empfangszwecke wäre es nicht so wichtig, aber für die Messzwecke ist wichtig, dass ich den Antennenfaktor, also das Wandlungsmaß der Antenne kenne. Ich muss also wissen, bei wie viel Mikrovolt pro Meter kommen wie viel Kilovolt hinten aus der Antenne raus. Dann ist die Veröffentlichung, die am meisten in dieser Hinsicht verwendet wird, die ITU RP372-, gibt es verschiedene, die neueste ist glaube ich die 13 im Moment. Und das heißt, sich mit dieser Richtlinie vergleichen zu können, wäre gut. Und ja, billig soll es natürlich auch sein, die Antenne soll empfindlich sein und das ist mal jetzt die Zielsetzung. Zwei Dinge müssen wir wissen, wie ich schon sagte, das Wandlungsmaß, also der Antennenfaktor nennt man ihn auch und zweitens muss ich natürlich wissen, wie gehe ich vor, wenn ich diesen viel zu kurzen Strahler jetzt an 50 Ohm anpassen möchte. Ich werde hier sicher keine Anpassung mit LC-Netzwerken machen. So, die übliche Betrachtung ist zunächst mal, ich habe eine Feldstärke, ich hänge ein Stück Draht in die Luft und an diesem Stück Draht entsteht eine Spannung, die dieser Feldstärke in irgendeiner Weise proportional ist. Die ITU verwendet vertikale Antennen, also Monopole. Und das wollen wir hier jetzt auch tun. Mit Dipolen wird es ein bisschen komplizierter, geht natürlich auch, aber konform zu den ITU-Richtlinien bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang Vertikalantenne. Ein vertikaler Monopol auf dem Erdboden mit einem Erdnetz drunter und die ITU schreibt in diesem Falle noch, sie hätte einen kleinen, also einen kurzen Strahler verwendet, also deutlich kürzer als Lambda-Viertel, auf idealem Boden mit verlustfreier Anpassung. Ist natürlich in der Praxis sehr schwer zu realisieren. Fangen wir mal mit dem Lambda-Viertelstrahler an. Also ein Lambda-Viertelstrahler hat ungefähr den Faktor 0,64, das werde ich gleich noch in einer Formel darstellen, 0,64 mal seiner Länge als Wandlungsmaß. Und kommt gleich die Formel dazu. Und man spricht hierbei von einer Nutzhöhe oder effektiven Höhe. Bei Lambda-Viertel, das gilt jetzt nur bei Lambda-Viertel, was hier steht. Bei Lambda-Viertel, die beiden Formeln sind ineinander natürlich überführbar. Also die Nutzhöhe ist zweimal der Länge geteilt durch Pi oder Lambda durch 2Pi. Ist, wenn man es umstellt, genau dasselbe. Aber mancher kennt die eine und ein anderer kennt die andere Formel. Deswegen habe ich sie beide hingeschrieben. Das bedeutet, da kommt denn diese 2 durch Pi, ist dieser Faktor 0,64, den ich eben erwähnt habe. So, das gilt für einen Lambda-Viertelstrahler. Und zwar ist das deswegen da so kompliziert,
weil ich auf dem Lambda-Viertelstrahler keinen linearen Strombelag habe, sondern ich habe so einen sinusförmigen Strombelag und darum kommt diese Formel zustande. Da unten wäre dann die Umrechnung von Spannung, von Feldstärke in Spannung. Also uns interessiert letzten Endes ja eine Spannung, die wir messen können und die wollen wir umrechnen in eine herrschende Feldstärke. So, das die Nutzhöhe ist bei uns zunächst mal eben eng verknüpft mit der Mechanik der Antenne. Und die Mechanik bestimmt die Nutzhöhe. Ich kann natürlich im Verstärker auch die Verstärkung variieren. Das heißt, auch da könnte ich verschiedene Variationen vornehmen. Aber die Nutzhöhe ist auf jeden Fall ein wichtiger Wert. Die muss ich ermitteln, die muss ich kennen von meiner Antenne. Denn nur wenn ich die Nutzhöhe kenne, kann ich die Umrechnung machen zwischen Feldstärke und Spannung oder umgekehrt. Die Nutzhöhe kurzer Antennen, das ist das, was ITU vorschreibt. Kurze Antennen bedeutet eben deutlich kleiner als Lambda Viertel, also nicht Lambda Viertel und nicht, vielleicht noch nicht mal Lambda Fünftel, sondern noch ein Stück kürzer. Wenn wir mal an 100 Kilohertz oder an 160 Meter denken, wäre es sehr unhandlich, eine Antenne in der Größenordnung von Lambda Viertel aufzubauen. Bei 10 Meter würde es uns weniger schwer fallen und deswegen ist so eine aktive E-Feld-Sonde oder E-Feld-Antenne eine sehr gute Sache, weil da kann ich mit kleinen Strahlern, die mit der höchsten Frequenz noch kleiner als Lambda Viertel sind, in der Länge sind, kann ich sehr gut messen. So. Bei kurzen Monopolen, jetzt kommt die erste Formel, die deutlich kleiner als Lambda Viertel sind, habe ich auf dem Strahler in erster Näherung eine lineare Stromverteilung. An der Spitze ist der Strom 0 und am Fußpunkt ist der Strom Maximum und geht einigermaßen proportional zur Länge einher. Das heißt, ich kann einfach eine Gerade dran zeichnen, das ist dann meine lineare Stromverteilung. Und weil das so ist, ergibt sich auch sehr schnell der Zusammenhang Nutzhöhe zu Stabhöhe. Ein Stab, der mit dieser dreiecksförmigen Stromverteilung belastet ist, hat praktisch effektiv die Hälfte seiner mechanischen Länge als Nutzhöhe. Also Beispiel, ich habe einen 1 Meter Stab und da ist das Beispiel und habe eine Feldstärke von 1 Mikrovolt pro Meter. Das bedeutet, am 1 Meter Strahler habe ich ein halbes Mikrovolt EMK. Also das darf ich nicht belasten, das ist eben die EMK. So, jetzt gibt es aus gutem Grunde, und das wird dann in einigen Folien später dargelegt, die Möglichkeit, die Antenne noch auf einen kleinen Mast zu setzen. Der darf nicht lang sein, das werden wir noch sehen. Wenn ich einen kurzen Mast verwende unter der Antenne, also die Antenne auf einen kurzen Mast setze, dann sehe ich plötzlich, dass die halbe Strahlerlänge nicht mehr die effektive Höhe ist, sondern es addiert sich voll die Masthöhe dazu. Also ich habe plötzlich bei einem Meter Strahlerlänge und nehmen wir mal an, einen Meter Masthöhe, habe ich plötzlich die dreifache Ausgangsspannung. Und das ist zunächst mal eine wichtige Sache, dass ich vor dem rauschenden Vorverstärker möglichst viel Antennenspannung bekomme. Das brauche ich dann schon nicht mehr zu verstärken, beziehungsweise in meiner Rauschbilanz nicht mehr zu berücksichtigen. Also halbe Nutzhöhe oder halbe Strahlerlänge ist die Nutzhöhe bei einem einfachen Stab auf der Erde und eine halbe Strahlerlänge plus der gesamten Masthöhe ist das Wandlungsmaß oder die Nutzhöhe bei einem hochgesetzten Strahler. Und das macht immerhin Faktor 3 aus, ziemlich genau, also 9,5 dB. Also ich kommen gleich noch Bilder, um das Ganze zu verdeutlichen. Wenn man eine Simulation macht hier, das ist nur eine einfache NEC-Simulation, dann sieht man, das ist hier unten der Mast, hier ist das Erdnetz. Und da oben ist mein 1 Meter Strahler. Also hier in dem Falle sind Strahlerlänge und Masthöhe gleich 1 Meter. Und da sieht man, dass unten an dem Mast
eine nahezu lineare Stromverteilung zu beobachten ist, während am Strahler die dreiecksförmige Stromverteilung zu sehen ist. Ja? Der Mastgleich natürlich besser wie der Strahler. Ist ein bisschen dicker, aber immer noch sehr klein gegen die Wellenlänge. Ja, es ist klar, wenn ich den sehr dick mache, dann wird es... Ja, ja. Also beste wäre, das wäre alles ein Millimeter dick oder noch dünner, bloß der Mast muss aus mechanischen Gründen etwas dicker sein natürlich. Die Regeln sind gleich lang wie dieses Gebiet im Mast. Ja, etwa. Also ich habe hier 2 Meter und ich habe die Radials, hatte ich jetzt 2,50 Meter gemacht, weil sie gerade vorhanden waren als fertige Radial-Netze. Also 2,50 sind sie in dem Fall. Und also die Faustformel besagt, sie sollen so lang sein wie der Strahler oder länger. Also meine Versuche haben sich überwiegend auf irgendeinem Rasenboden bei mir im Garten und sonst wo bezogen. Ich habe noch keine Versuche. Wir haben ja vorhin... Epsilon R13 oder ja, das... Ja, ich habe die typischen vom Neck, vom Mini-Neck genommen. Ich habe die aber auch mal nachgemessen bei mir im Garten vor Jahren, da mit so einer 4-Sonden-Methode. Das hat sogar ziemlich gestimmt. Also, jetzt bei dieser Simulation, da ist ein Bodenmodell drin, ja. Ja, ja. Also ich habe das NEC 4 zur Verfügung, da kann ich sie theoretisch sogar eingraben. Da ist der Unterschied allerdings nicht sehr groß. Also ich habe sie jetzt hier direkt auf den Boden draufgelegt in der Simulation. Ich habe aber auch mal 5 cm hochgesetzt, macht so gut wie nichts aus. Also das ist nur zur Veranschaulichung. Nicht für die Messwerte, sondern das ist die Veranschaulichung, dass hier ein konstanter Strom in etwa wenigstens fließt, also ganz ist er nicht, hier wird er etwas kleiner und hier oben habe ich diese dreiecksförmige Stromverteilung. So, und das Diagramm, weil ich da noch ein bisschen mehr drüber sagen muss, muss ich unbedingt einen Schluck Wasser trinken. Das habe ich von der Firma Diekmann und Klapper. Heute heißen sie Active Antenna System in Hamburg, entlehnt, aber ich habe den Urheber auch da oben erwähnt. Das ist ein Diagramm, was sehr wertvoll ist für die mechanische Auslegung einer solchen aktiven Antenne. Also die meisten Leute, die ich kenne, die über aktive Antennen reden, die denken gleich sofort daran, die irgendwo oben aufs Dach zu setzen oder an die Dachrinne dran zu klemmen oder auf einem kleinen Mast. Also alle diese Dinge sind eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Und dieses Diagramm zeigt, dass genau das alles nicht geht. Man darf es nicht machen. Auf der Y-Achse ist aufgetragen die Nutzhöhe oder die Steigerung der Nutzhöhe durch einen Mast. Wenn ich also die Antenne, den Stab direkt auf den Boden setze mit dem Radialnetz, das ist sozusagen der Fall 1. Und dann habe ich also hier zum Beispiel bei 1 Meter Masthöhe habe ich den Faktor 3 in der Ausgangsspannung. So, also die Kurve zeigt mir, um wie viel steigt mein Antennensignal, wenn ich die Antenne auf einen kleinen Mast setze. Hier links ist 10 hoch minus 1. Können wir noch fast vergessen, also die Kurve endet sicher irgendwann bei 10 hoch 0, also bei 1, der Faktor 1 ist hier nicht mehr drauf. 10 hoch 0 ist 1 Meter, also das ist genau der Fall, den ich hier für den besten halte und auch hier nachher weiter fortführe. Also bei 1 Meter Masthöhe haben wir den Faktor 3 in der Spannung, das hatte ich in ein paar Folien vorher schon gezeigt, das waren diese 9,5 dB. Ich darf aber nicht länger werden. Also wenn ich zum Beispiel hier diese Resonanzen mir anschaue, die sind auf, die erste ist die 10 Meter Resonanz. Also bei 30 Megahertz komme ich natürlich, wenn ich den Mast immer länger mache, irgendwann auf Lambda Viertel. Und da habe ich dann das Problem, dass an der Mastspitze oben eine starke Feldstärkeerhöhung stattfindet und die aktive Antenne sich plötzlich in einer erhöhten Umgebungsfeldstärke befindet, die eigentlich gar nicht da ist. Das heißt, da würde ich Mist messen auf jeden Fall.
So, ich muss von dieser Lambda-Viertel-Resonanz mich deutlich weghalten. Und die Faustformel dafür ist diese hier. Die Masthöhe darf maximal 0,15 Lambda der Frequenz, die ich benutze, betragen. Da ich ja das Messsystem für den gesamten Bereich von 0,1 bis 30 MHz machen möchte, muss ich natürlich dafür sorgen, dass für die höchste Frequenz dieser Fall nicht eintritt. Ja, und das ist tatsächlich, man sieht es hier, bei einem Meter Mastlänge haben wir diesen Faktor 3. Und jetzt mit zunehmender Länge des Mastes steigt die Spannung, die Ausgangsspannung meiner Antenne bei konstanter Feldstärke sehr steil an. Das ist natürlich auf den ersten Blick erfreulich, sozusagen in Anführungsstrichen Antennengewinn. Aber in Wirklichkeit ist das für unser Messsystem natürlich völlig unbrauchbar. Ich muss also dafür sorgen, dass die Antenne niemals in die Nähe einer solchen Resonanz kommt. Und das genau ist die Dimensionierung. Ein Meter Mast, ein Meter Strahler. Für den Strahler gilt natürlich sinngemäß dasselbe. Wenn ich den Strahler in die Gegend von Lambda Viertel bringe, dann steigen die Spannungen auch stark an und meine ganze Messmimik ist dann ja, nicht mehr kalibriert oder einfach falsch. Also wir lernen daraus, Masthöhe kleiner gleich 0,15 Lambda für die höchste Frequenz. Und das ist zufälligerweise genau dieses 1 Meter, 1 Meter System. Man kann mit 1 Meter auf 6 Meter, also mit 1 Meter Mastlänge auf 6 Meter noch gut arbeiten. Da sind wir dann irgendwo an der Stelle, wo es hier so gerade anfängt, ein bisschen größer zu werden. Also als Empfangsantenne geht diese Antenne sogar auch noch im UKW-Rundfunkband. Das ist gar kein Problem. Aber zum Messen, wenn ich jetzt umfangreiche Kalibrierungen vermeiden möchte, da kommen wir nachher noch drauf, und diese Gesetzmäßigkeit mit der Nutzhöhe gleich Masthöhe plus 1,5 Strahlerhöhe anwenden will, dann muss ich diese Sache auf jeden Fall berücksichtigen und den Mast kleiner gleich 0,15 Lambda machen. So, die Schlussfolgerung ist, ich schreibe mal hier hin, also für 5 kleiner 50 MHz, optimale Aufstellung einer aktiven Stabantenne eben auf einem 1 Meter Tragrohr. Nehme ich weniger, habe ich etwas weniger Antennengewinn, okay, wäre auch kein Problem. Der Mast hat überdies noch den Vorteil, dass wenn ich die Antenne längere Zeit draußen stehen lasse, der Verstärker auch aus dem Dreck und Schnee und Matsch herauskommt. Denn das ist auch immer ein Problem, wenn ich das einfach auf den Boden lege, dann habe ich irgendwann Feuchtigkeit in der Antenne drin. Also der Mast hat mechanische und auch elektrische Vorteile. Die maximale Nutzhöhe bei gleichzeitig noch linearem Frequenzgang ist eben diese mit dem 1 Meter Tragmast. Und ganz wichtig, diese aktive Antenne, also nicht als Empfangsantenne, aber als Messantenne, gehört auf keinen Fall aufs Dach oder auf irgendeinen höheren Mast. Denn dann kann ich wieder die Folie von eben nehmen. Wenn ich jetzt einen 10 Meter Mast nehme und da oben die Antenne draufsetzen würde, 10 Meter hat bei 7 MHz eine Resonanz, das heißt, da hätte ich schon bei 7 MHz eine starke Resonanzüberhöhung meiner Antennenspannung. Völlig falsche Ergebnisse, was die Messung anbelangt. Aber ich hätte auch das Problem, und dadurch ist die aktive Antenne auch ein bisschen in Verruf geraten, dass die Verstärker übersteuern können. Denn wenn ich an der Spitze eines 10-Meter-Mastes meine Antenne anbringe, habe ich mit Sicherheit 10 oder 15 dB mehr Pegel, wie wenn ich sie ordnungsgemäß auf dem Boden aufstelle. Und dann gibt es Intermodulation und ähnliche Dinge an der Antenne. Also auch aus dem Grunde ist es nicht sinnvoll. Ja? Natürlich. Oder vermeiden, also man könnte einen Dipol zum Beispiel nehmen, aktiven Dipol. Aber ich habe ja anfangs gesagt, die Antenne soll ITU-konform sein. Und beim Dipol ist es natürlich dann auch ein Problem bei tiefen Frequenzen. Da darf ich den nicht sehr dicht über dem Boden anbringen. Denn dicht über dem Boden ist die horizontale Feldkomponente ausgelöscht. Das funktioniert also nicht. Also da müsste ich tatsächlich wieder einen Mast nehmen. Und wenn ich einen Mast nehme, habe ich zwar eine Polarisationsentkopplung zwischen dem horizontalen Dipol und dem vertikalen Mast, aber trotzdem noch eine Feldstärkeerhöhung. Also das ist unsauber alles. Ne? Das ist nicht zu empfehlen. So, ja? Nichts.
Genau so, weil du brauchst ja ein Kabel, da muss ja ein Kabel runtergehen. Also es sei denn, du nimmst Lichtleiter, dann könnten wir drüber reden. Das haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja, man muss das ferritisieren, man muss jede Menge Rohrkerne drüber schieben, was ich aus anderen Gründen auch mache. Aber hier müsste man ganz extrem dafür sorgen, dass das vertikale Kabel eben nicht als Mast dient und dass es hochohmig wird. Ne? Und das ist nicht einfach. Ja, und das ist alles hochohmig hier. Da brauchst du riesen Induktivitäten an der Stelle. Ne? Und ja, wir haben tatsächlich Versuche gemacht im Antennenlabor mit einer analogen Glasfaserübertragung. Also sowas würde schon gehen, wenn man einen Wandler hat, der elektrische Spannung in Amplitudenmodulationen von Licht umwandelt, auf der anderen Seite wieder umgekehrt. Dann kann man tolle Sachen machen, da hat man kein Kabel dazwischen. Aber das ist nicht der Stand der Technik bei Funkamateuren, würde ich sagen. Ja, bitte? Ja. Ja, bei 100 Kilohertz, 50 Megahertz, ja, aber wir wollen die Amateurbänder messen von 2200 bis Meter bis 10 Meter und schon bei 2,2 Kilometer Wellenlänge ist das problematisch. Selbst bei 160 Meter wird das schon nicht mehr funktionieren. Bei den hohen Frequenzen, klar, natürlich, da wäre es kein Thema. Gut, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Antennenfaktor gesprochen. Wir müssen aber jetzt natürlich irgendwie die Spannung, die an dem Strahler ansteht, auf unser 50-Ohm-System bringen. Die Mobilfunker auf Kurzwelle machen das natürlich mit einer irgendwie gearteten Anpassung. Also so eine typische Mobilantenne hat 1 Ohm Realteil und 1000 Ohm Blindanteil kapazitiv. Da muss man eine Spule in Reihe schalten, das Ganze und eine Transformation noch machen. Das Ganze wird sehr schmalbandig, scheidet hier aus. Die ITU sagt so ganz salopp an der Stelle, wir machen das Ganze für eine ideal verlustfrei angepasste Antenne. Das kann man natürlich auf dem Papier leicht sagen, ist in der Praxis aber nicht durchführbar. Also mit anderen Worten, wir müssen was anderes finden. Eine Lambda-Viertel-lange Antenne, weiß jeder, hat etwa 36 Ohm Strahlungswiderstand, hängt von der Dicke ab, aber ich sage jetzt einfach mal 36 Ohm. Wenn ich einen nennenswerten Erdwiderstand habe, der addiert sich natürlich. Wenn ich also jetzt 20 Ohm Erdwiderstand habe, komme ich auf 56. Freue mich, dass die Anpassung so hervorragend ist. Wenn ich jetzt aber die Antennen kurz werden lasse, zum Beispiel bei Lambda 20, beträgt der Realteil des Fußpunktwiderstandes noch ungefähr 1,6 Ohm. Bei Lambda 200 sind wir bei 16 Milliohm. Und bei unseren Langwellenfrequenzen kommen wir auf noch kürzere, also relative Längen, die noch kürzer sind. Da sind wir also, wie gesagt, im Milliohm-Bereich. Deswegen wird bei solchen Betrachtungen mit dem aktiven Verstärker dieser Realteil vernachlässigt. Da tun wir einfach so, als ob es den nicht gibt. Und der Blindanteil, die Antenne ist ja praktisch ein nahezu verlustfreier Kondensator, kann man mit ziemlich guter Genauigkeit sagen, die hat 10 Picofarad pro Meter bei dünnem Draht. Wenn ich natürlich jetzt so ein Ofenrohr nehme, dann stimmt das nicht mehr ganz. Aber ein Draht, der Lambda 20.000stel oder noch weniger dick ist, da kann man sagen 10 Picofarad pro Meter. So, das bedeutet, Ersatzschaltbild für meine Antenne ist ein Kondensator, mehr nicht. Und die Spannung, die an der Antenne entsteht, muss ich jetzt in meiner nachfolgenden Elektronik so verarbeiten, dass dieses hochohmige Gebilde mit 10 Picofarad nicht belastet wird. So, wir machen also auf jeden Fall keine Leistungsanpassung, wie jeder Funkamateur das eigentlich gewohnt ist. Also auf irgendeine Weise, wenn die Antenne nicht selbst schon 50 Ohm hat, macht man mit L- und C-Transformationen, sieht man zu, dass man auf die 50 Ohm kommt. Haben wir ja am Anfang gesagt, scheidet aus, weil schmalbandig, nicht verlustfrei und so weiter. Der Fußpunktwiderstand des Strahlers ist, haben wir gesagt, in der Vernachlässigung des Realteils 10 Picofarad. Das sind zum Beispiel 159 Kiloohm bei 100 Kilohertz. 1,59 Kiloohm bei 10 Megahertz und so weiter. Also das ist eine hochohmige Angelegenheit. Wenn ich dafür sorge, dass der Verstärker
deutlich über diesem Wert liegt, über den 159 Kiloohm jetzt bei 100 Kilohertz, also deutlich heißt Faktor 10 oder sowas, dann belastet der Verstärker nicht mehr die Antenne. Das ist das, was ich haben will. Ich will die Antenne sozusagen im Leerlauf betreiben, also keine Belastung. Der Verstärker muss, und das ist ein bisschen komisch auf den ersten Blick, da staunt man dann, eigentlich nur eine Verstärkung von 0 dB haben. Das ist so das Übliche, was man hat. Ne? Denkt natürlich jeder, kann ich ja weglassen. Nein, nein, das ist also hier einfach nur die Impedanztransformation. Da zeige ich gleich eine Simulation dazu. In der Praxis hat es sich so eingebürgert bei allen kommerziellen Antennen von Rode und Schwarz oder unserer früheren Telefunken, EADS und sonst wie und Active Antenna Systems in Hamburg. Alle machen es eigentlich notwendigerweise gleich. Da ist ein hochohmiger Fettverstärker im Eingang. Danach nochmal ein Spannungsfolger oder ein Buffer zur Entkopplung und zur Lieferung von Strom in ein 50-Ohm-System. Also mehr ist das im Prinzip eigentlich nicht. Und jetzt ist es eine entscheidende Eigenschaft von diesem Verstärker, ist, dass er eben sehr hochohmig ist im Eingang und dass er eine sehr geringe Eingangskapazität hat. Die Eingangskapazität bildet nämlich mit den 10 Picofarad meiner Antenne einen Spannungsteiler. Kann man ganz einfach ausrechnen. Das heißt, je größer die Eingangskapazität ist, wenn ich da vorne irgendein, was weiß ich, einen riesigen Schaltfett als Eingangsfett nehme mit ein paar hundert Pief, das geht dann eben gar nicht. Dann kommt nichts mehr hinten raus. So, also hochohmiger Verstärker mit geringer Kapazität. Die Spannungsverstärkung liegt üblicherweise bei 0 dB. Die Einfügungsverstärkung, das ist vielleicht ein Begriff, den nicht jeder kennt, liegt bei in unserem Frequenzbereich 10 bis 40 dB. Das ist die Verstärkung, die ich rausbekomme, wenn ich die Antenne einmal direkt an mein 50-Ohm-System anschließe und einmal eben über diesen Verstärker. Also den 1 Meter Stab an den 50-Ohm-Eingang des Empfängers, kommt eine bestimmte Empfangsspannung raus bei gegebener Feldstärke, dann mache ich den Verstärker dazwischen und dann kommt eben je nach Frequenz 20 dB oder noch mehr zusätzlich, also erhöht die Spannung raus. Das ist eben einfach die Sache mit der hohen Eingangsimpedanz. Nennt man Einfügungsverstärkung. So, der Messaufbau. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten wichtigen Punkt. Also wir hatten ja erst gesagt, die Antenne muss einen bestimmten oder einen bekannten Antennenfaktor haben. Den muss ich irgendwie kennen. Ich habe ihn ausgerechnet. Halbe Strahlerlänge plus Masthöhe. Und jetzt kommt aber als zweites noch der Verstärker dazu. Der Verstärker hat eine Eingangskapazität gegen Masse und einen Eingangswiderstand gegen Masse. Und wenn man da mal ein bisschen rechnet, kommt man schnell drauf, dass die 10 Picofarad, und das soll jetzt hier das Ersatzschaltbild für die Antenne sein, eben hiermit einen Spannungsteiler bilden. Um das zu messen, nehme ich einfach einen ganz normalen 50-Ohm-Generator. Der hat ein Anschlusskabel. Am Ende des Kabels muss ich auf jeden Fall mit 50 Ohm abschließen, weil ja diese hochohmige Geschichte sonst zu Reflexionen führen würde. Dann kommt dicht am Verstärker der 10 Picofarad-Kondensator. Und dann kann ich also von hier nach da meine Verstärkung messen. Das geht auch mit dem Network Analyzer. Man kann also dann einfach die Verstärkung durchsweepen. So, und das ist eine Simulation, die ich mal gemacht habe. Ich habe nämlich mit SPICE einfach nur zeigen wollen, wie sich das mit dem Eingangswiderstand des Verstärkers verhält. Ich habe folgenden Aufbau gemacht. Die Quelle hat bei SPICE immer 0 Ohm Innenwiderstand. Da kann ich also beliebige Verbraucher parallel schalten. Ich habe eine Quelle. Dann habe ich den ersten Fall. 10 Picofarad ist meine Antenne. Habe den Eingangswiderstand des Verstärkers mit 10 Picofarad und 4,7 Megohm angenommen. Dann kommt diese Kurve raus. Also die 10 Pief zu 10 Pief sind natürlich ein Spannungsteiler auf die Hälfte. Halbe Spannung, 6 dB. Deswegen ist dieser rote Strich unterhalb des blauen. Der blaue ist die Eingangsspannung. Und das Abkippen hier unten bei 10 Kilohertz oder unterhalb von 10 Kilohertz, das kommt jetzt durch den ohmschen Anteil.
Denn irgendwann greift nicht mehr nur der Spannungsteiler der beiden Kapazitäten, sondern bei ganz tiefen Frequenzen wirkt mehr der Eingangswiderstand. So, deswegen ist der Frequenzbereich hier unten irgendwann absinkend. Das ist uns aber wurscht, das ist nämlich unterhalb von 10 Kilohertz. Also da können wir sogar die russischen Alpha-Systeme, kann man noch wunderbar empfangen mit dieser Antenne. Also die ist bei 10 Kilohertz noch voll empfindlich. Dann habe ich mir überlegt, jetzt machst du als nächsten Plot dieselben 10 Pief direkt an 50 Ohm. Das war das, was wir eben kurz betrachtet hatten. Dann kommt diese gelb-grüne Kurve raus. Und da sieht man schon, zum Beispiel hier haben wir 20 dB pro Kästchen. Da sieht man zum Beispiel jetzt bei 100 Kilohertz hätte ich 20, 40, 60 dB ungefähr Unterschied. Also mein Verstärker, obwohl er die Spannungsverstärkung 1 hat, bringt 60 dB. Also ist doch eine tolle Sache. Weiter oben wird das natürlich immer weniger. Logischerweise, wenn ich in Richtung Lambda-Viertel komme, dann bringt das alles nichts mehr, weil die Antenne niederohmiger wird und der kapazitive Blindanteil dann irgendwann auch nicht mehr stimmt. Also diese Näherung geht natürlich hier nicht mehr bei 100 MHz, sondern würde man sagen, ja, bis 30 MHz wollen wir die ganze Sache ja betreiben. Und weiter oben passieren dann auch andere Dinge noch. Da ist die Simulation unter Umständen falsch durch irgendwelche Induktivitäten noch im Eingang. Also also glauben sollte man das hier bis 30 MHz, das habe ich nachgemessen, das stimmt. Jetzt habe ich nur, das hat überhaupt nichts mit dieser ganzen Geschichte zu tun, aber das war ein interessantes Gedankenexperiment. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt statt des aktiven Verstärkers einen Trafo mit 1:49 Impedanz einbaue? Der ist auch noch relativ einfach aufzubauen, also 1:7 in der Windungszahl. Und das bringt tatsächlich eine Menge. Also ganz erstaunlich, wenn man hier hat mal 10, 20, hier sind 30 Kilohertz. Also ab 30 Kilohertz hebt sich diese hellblaue Kurve deutlich von der grünen Kurve ab. Und da haben wir immerhin hier einen Unterschied von 20 dB. Das heißt also, bei einem Megahertz noch nicht so, aber bei 2, 3, 4 Megahertz, also im 80-Meter-Band, bringt es sogar 20 dB, wenn ich ein Stückchen Draht mit einem Trafo verwende. Nur so als kleiner Hinweis. Na ja, bitte. Vorhin genannte Firma AAS, die bietet solche. Ach so, haben die das im Programm? Ah ja, okay. Ja. Das ist eine Möglichkeit, so etwas zu machen. Klar, das ist dann eine passive, aktive Antenne. Ja, das hat aber, wie gesagt, mit unserem Projekt jetzt nichts zu tun. Das wollte ich nur mal kurz zeigen als eine Möglichkeit. Ja, das waren so meine ersten Versuche. Das ist jetzt von meiner alten Firma, früher mal AEG Telefunken und viele andere Namen. Da ist genau das gemacht, was ich eben gesagt habe, ein 1 Meter langes Rohr. Dann ist hier oben der Verstärkerkopf drin und dann kommt ein 1 Meter langer Strahler. Hier unten sieht man das Radialnetz, dann habe ich das Koaxkabel, da hinten ist mein Auto. Bei den Rauschmessungen, das kommt nachher noch ein bisschen mehr, wird noch erläutert, habe ich also immer einen Abstand Auto zur Antenne von 30 Meter normalerweise gemacht. Das hat einen guten Grund, das erzähle ich nachher noch. Gut, also das ist mal so ein typischer Aufbau. Und die Antenne, und ich glaube, bei Rode und Schwarz gibt's ähnliche Antennen, die für Peilersysteme verwendet wurden, auch zusammen mit Kreuzrahmen. Also wir haben die kombiniert mit Kreuzrahmenantennen. Also von diesen Antennen gab es jedenfalls für Interferometer-Peiler-Arrays von 9 oder 7 Antennen im Winkel angeordnet. Und da hat man immer diese Konstruktion genommen. Bei festen Anlagen hat man hier unten einen kleinen Betonsockel hingemacht, hat die Bodenplatte nicht einfach so locker auf den Boden gestellt, wie ich das gemacht habe, sondern hat die festgeschraubt. Aber für diese Zwecke, wenn kein Sturm ist, geht es auch so. So, wie sieht so ein Verstärker aus? Das ist jetzt noch nicht der, den wir jetzt hier nehmen wollen für unser Projekt. Aber das ist einer, den ich zunächst mal aufgebaut hatte. Also am Eingang haben wir den Feldeffekttransistor U310 oder wie auch immer die früher hießen. Heute gibt es den in SMD, da heißt er SST310. Es gab J310, früher E310. Also seit 40 Jahren gibt es dieses Chip. Das ist also ganz erstaunlich. Also wie ich anfing als Entwickler,
damals BOS-Funkgeräte entwickelt habe, da war mein erster Einsatz im Empfänger-Frontend, war E300 hieß der erst, richtig. Haben wir E300 genommen. Ja, weißer Keramikkörper mit einer schwarzen, ja genau. Und dann kam auf einmal die E310, dann haben wir natürlich den genommen, der war noch besser. Und das hat sich bis heute gehalten, ja. Ja. Und so weiter waren. Ja, so relativ. Die bieten so dummerweise keinen Jörg-Manner 10 an. Wie verhält sich der BF247 mit seinem Typen ABC, den man dort für einen Patient bekommt, im Verhältnis? Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen, aber ich glaube, von der Steilheit ist der schlechter. Ja, weißt du? Ich würde mich auf den BFA62 jetzt umsteigen, so habe ich es gemacht. Aha. Ja, der ist um den Faktor 4 besser in der Kapazität. BF862. Ja, und den hat meines Wissens reichlich. Ja. Also hier kommt es ja auf die Eingangskapazität auch an. Also der hat ungefähr so 3 bis 4 Pief, der J310. Ne? Faktor 10. Faktor 10? Ja, ja, ich habe bis jetzt diese Schaltung aufgebaut, auch schon. Und statt der BNMA, was ist das? 65. Ja, das ist nur ein Buffer, das erzähle ich gleich noch. Okay, aber das Problem ist, ich kann natürlich jetzt Fetts beliebig finden. Ich kann Galliumarsenid-Fetts und was weiß ich. Die haben winzige Eingangskapazitäten, aber die haben bei tiefen Frequenzen den starken Rauschanstieg. Ne? Deswegen kann ich die nicht nehmen. Also von daher bin ich eigentlich bislang auf keinen besseren gekommen als diesen Transistor, aber möglicherweise gibt es noch. Muss man mal gucken. Ja? Ich gucke mir das Datenblatt mal an. Also wichtig ist jedenfalls an der Stelle, ich brauche eine geringe Eingangskapazität, die leider in meiner Schaltung noch natürlich verschlechtert wird. Hier vorne habe ich erstmal zwei Schutzdioden, also jede der Schutzdioden hat auch ein Picofarad, die addieren sich schon mal dazu. Dann natürlich die Leiterbahnführung auf der Leiterkarte geht auch nicht. Das ist ja keine angepasste Leitung mit einem konstanten Wellenwiderstand abgeschlossen, sondern das ist irgendwas Hochohmiges und da ist jedes Stück Leitung eine Kapazität nach Masse. Ja? Zu den Eingangskapazitäten kann ich nur sagen, aus Erfahrung, ich habe mehrere Schaltungen gemessen, und zwar nach der 6 dB-Methode, in der einfach Kapazität am Eingang verfeuert habe, bis man 6 dB Abfall hatte, mit 10 Picofarad zu rechnen, das ist illusorisch. Also ich habe keinen Verstärker, also ja, also ich habe meine Schaltung immer mit diesem 10 Picofarad Einkoppelkondensator gemessen und kam so in die Größenordnung von 10 Pief. Aber also ich habe jetzt bei meinen Schaltungen meistens, was die Dioden angeht, noch ein bisschen einen größeren Aufwand getrieben. Bei einer anderen Schaltung gebe ich zu, sind 2 Feldbetriebstransistoren parallel. Haben wir die doppelte Kapazität, ja klar. Wir haben am nächsten Wochenende Gelegenheit, das aufzugrößen. Also, ja. Das ist mal summa summarum aufgelistet und das ist zum Schluss schlüssig, plausibel. Also, aber gut, man muss einfach nur den Wert kennen. Also, man muss die Verstärkung messen mit dem Adapter davor, mit einem Kondensator in Reihe und dann den Wert sich merken. Bei dieser Schaltung habe ich nur einen Buffer hier hinten, da kann ich auch nicht viel korrigieren. Der Buffer macht die Spannungsverstärkung 1, jetzt muss ich dummerweise hier hinten noch einen Widerstand in Reihe schalten, um die Anpassung an 50 Ohm zu bekommen. Ich war dann immer so frei und habe hier nicht 50 Ohm, sondern nur 10 Ohm reingemacht. Damit habe ich zwar von der Quelle her eine Fehlanpassung, aber ich habe eine höhere Spannung. Aber das nächste Schaltbild, das richtige dann, hat diesen... Ja? Das ist die Feldeffekt-Transistor-Schondiode. Also das ist immer wieder bei uns auch im QRL passiert, wenn man hier hinten kommt jetzt 12, bei uns waren es 24 Volt, Gleichspannung drauf und wenn ihr jetzt, die Antenne steht jetzt irgendwo auf dem Acker und jetzt zieht irgendeiner den Stecker ab. Also auf dem Koaxkabel ist ja Gleichspannung und HF drauf. Und wenn jetzt einer den Stecker abzieht, dann gibt es eine schöne Gegen-EMK an dieser dicken Drossel, die hat nämlich 470 Mikrohenry. Und dann entsteht hier mal kurz so ein Spannungspuls von einem KV oder mehr. Und da sind uns reihenweise immer die Fetts gestorben vorne. Deswegen,
Also ich bin da etwas konservativ, ich mache einfach eine Diode hin. Wobei man aufpassen muss, irgendwann kommt die und macht Intermodulation bei hohen Pegeln. Aber das ist erst dann der Fall, wenn ich hier am Ausgang zwei Träger mit 0 dBm habe. So habe ich meine IM gemessen. Also bei 2x0 dBm fängt gerade an, der IP etwas abzuknicken. Also wenn ich unter diesen 2x0 dBm bleibe, und das sind ja S9 plus über 70, ist das, also das kommt gar nicht vor in der Praxis, dann macht die Diode HF-technisch nichts, aber sie ist eben dazu da, die Gegen-RMK hier in dieser Spule zu reduzieren. So, das nächste Schaltbild soll jetzt die Antenne sein, wie wir sie im System hier vom DRC verwenden. Hier vorne ist alles gleich, Schutzdioden, derselbe FET. Hier ist übrigens eine Stromquelle, um den noch ein bisschen Hochohmiger im Eingang zu bekommen. Und jetzt habe ich hier keinen Buffer mehr drin, sondern ich habe einen Operationsverstärker, der eine Transitfrequenz von 3,5 GHz hat. Also mit dem kann man locker noch Verstärkerschaltungen im 2-Meter-Band aufbauen, habe ich schon probiert. Ein Verstärker 20 dB, breitbandig von 0 bis 200 MHz. Mit einer Rauschzahl von unter 3 dB, also kann man mit so einem OP ohne weiteres aufbauen. Am Ausgang ist wieder dieser Widerstand, damit ich auf meinen Wellenwiderstand von 50 Ohm komme. Da habe ich tatsächlich jetzt auch 50 Ohm drin, weil ich nämlich an der Stelle die Verstärkung von dem Operationsverstärker einstellen kann. Und das ist der Punkt, an dem ich das mache, was ich kalibrierfähig nenne. Wenn also aus irgendeinem Grunde die eine Antenne oder die andere mehr oder weniger Antennenfaktor oder Empfindlichkeit hat, ich kann alles hier an der Stelle korrigieren, zum Beispiel indem ich den Widerstand R14 größer oder kleiner mache. Ansonsten, wie gesagt, dieselbe Schaltung und hier jetzt mit 10 Picofarad eingespeist und hinten mit 50 Ohm abgeschlossen, habe ich dann eine Verstärkung, ja, bei mir waren es jetzt, ich glaube, 0 dB, also die Verstärkung ist 0 dB und jetzt kommt noch der Antennenfaktor von der reinen Mechanik dazu. Das wären bei 1 Meter plus 1 Meter Mast, wären das ungefähr 3, irgendwas dB, 3,5 dB etwa. Also hätte ich einen Antennenfaktor von 3,5 dB. Ich kann aber auch hier die Widerstände ändern. Wenn jemand es lieber hätte, über alles 0 dB zu haben, ist das gar kein Problem. Darum habe ich das hier mit dem OP jetzt gemacht, weil ich dann einfach flexibel bin. Ja gut, bis bei 30 MHz ist das noch nicht so tragisch. Aber gut, wenn es 100 Meter werden, dann merkt man es auch schon. Ne? Klar. Aber man ist flexibel. Ich habe jetzt hier 11,5 dB gemacht, weil hier alleine durch den 50 Ohm Widerstand entstehen ja schon 6 dB Verlust. Wenn ich also wenn ich einen 50 Ohm Widerstand in Reihe schalte und einen nach Masse, habe ich nur noch die halbe Spannung. Das sind schon mal die 6 dB. Nicht? Und hier vorne, das macht auch nicht genau Verstärkung 1. Ja? Wo, welche R9? Ach, der da, ja, das ist so ein ganz, ganz müder Tiefpass. Also ich hatte da früher auch Drosseln drin, um zu verhindern, dass das Ganze bei UKW auch noch geht, aber habe eigentlich festgestellt, der hat so eine gute Intermodulationsfestigkeit, dass das nicht nötig ist. Aber das R in Verbindung mit dem Eingangs-C bringt so einen ganz leichten Frequenzabfall oben bei 1-200 MHz. Ist im Wesentlichen Platzhalter, man könnte auch ein L reinmachen, dann hätte man einen richtigen Tiefpass, also es hat sonst keine tiefere Bedeutung. Ja? Die kommen demnächst, werden sie veröffentlicht. Ich habe es absichtlich jetzt hier noch nicht reingeschrieben, weil das Ganze noch in der Entwicklungsphase ist. Und wenn ich 10 Leuten das Schaltbild gebe und irgendwas ändere, muss ich 10 Leuten die Änderung mitteilen. Und das wollte ich erstmal vermeiden, aber irgendwann demnächst wird das auch im Internet zu finden sein und dann kommen auch die Werte rein. Wenn wir uns sicher sind, so bleibt es. Also das ist jetzt so, sagen wir mal, die erste, wie die Software-Leute sagen, Beta-Test, also die erste Serie, die da jetzt entsteht. Bei mir funktioniert es zu Hause schon seit 2 Jahren, also ich bin da ziemlich sicher, dass es so tut, aber wie gesagt, die endgültige Festlegung machen wir erst, wenn wir ganz sicher sind, dass es so bleiben soll. Ja? Ja.
Also ein HF-Transistor, was habe ich da genommen? War das im vorigen Schaltbild vielleicht das dasselbe? Ja, ja, BFQ81 oder BFR92. Also der muss, das darf kein BC107 sein, sondern der muss, damit die Stromquelle auch noch bei 30 MHz funktioniert, etwas höhere Grenzfrequenz haben. Gut, jetzt muss ich langsam mich sputen. Das ist nur die Leiterkarte. Also existiert eine Leiterkarte, die so aussieht, 30 x 40 mm groß. Ich habe auch, das kann ich dann nachher, lege ich nachher auf den Tisch, dann kann sich jeder angucken. Ich habe die Hardware auch zum Zeigen mit. So, das sind mal ganz kurz zusammengefasst ein paar technische Daten. Also die Verstärkung habe ich im Moment so eingestellt, 0 dB mit der Antennennachbildung. Der 1 dB Kompressionspunkt am Ausgang liegt bei 11 dBm. Die Intermodulation OPIP2, also der Ausgangsinterzeptpunkt, liegt bei plus 46 dBm, der dritte Ordnung bei plus 35. Stromaufnahme bei 12 Volt, 35 mA. Die Empfindlichkeitsgrenze mit einem 1 Meter Strahler ist ungefähr bei minus 22 dB Mikrovolt pro Meter, so ganz grob. So, jetzt noch schnell ein bisschen zur Mechanik. Also ich hatte ein Gehäuse der Firma Rose, ohne dass ich da jetzt Schleichwerbung machen will, für geeignet gehalten. Vielleicht kann man auch was anderes nehmen, aber in dem Rose-Gehäuse braucht man eine Montageplatte. Das sieht man gleich im Foto, warum das so ist. Die muss man sich natürlich anfertigen oder die müssen wir dann anfertigen in einer kleinen Serie. Da sind also hier M2-Gewinde drin, also 4x M2-Gewinde, womit die Leiterkarte festgeschraubt wird. Die Leiterkarte hat auf der Unterseite keinerlei HF- oder Gleichspannung führende Leiterbahnen, sondern nur eine durchgehende Massefläche und Durchkontaktierung für Masse. Und deswegen kann ich die einfach hart auf ein Blech draufschrauben. Das war eigentlich auch ganz nützlich. So, und so sieht das ganze Innenleben aus. Ich habe hier jetzt einen TNC-Stecker für den Strahler genommen und einen BNC-Stecker für den Ausgang. Dann kann man sie nicht verwechseln, aber kann man natürlich auch anders machen. Das ist hier also der Eingang. Hier ist die Drossel, 470 Mikrohenry. Und das ist der Spannungsregler und das ist der Operationsverstärker. So, dann gehört noch ein bisschen Mechanik dazu. Und für den Mast habe ich mir ein Aluprofil besorgt, man sieht es hier. Und für den Fuß ein anderes, da ist einmal ein Flachalu und einmal ein Winkelalu, die kann man dann so übereinander drehen und zum Zusammenklappen. Wichtig ist die Länge von dem und die Länge vom Strahler, den man hier kaum erkennt, dass das stimmt und dass ich das Ding direkt auf den Boden stelle und dass ich Radials verwende. Die Bodenbeschaffenheit, da hatten wir heute schon eine Diskussion, ist damit natürlich nicht unbedingt abgedeckt. Also ich kann jetzt im Moment noch nicht sagen, was passiert mit der Antenne, wenn ich sie auf trockenen Sandboden stelle und was passiert, wenn ich sie auf nassen Matschboden stelle. Das wäre noch eine Sache, die man untersuchen müsste. Aber ich weiß noch aus dem QRL, dass, glaube ich, nicht sehr viel passiert. Aber gut, wenn man da ein paar Versuche macht, täte es nicht schaden. Also der Aufbau ist relativ simpel. Wie gesagt, die Profile, das sieht man im nächsten Bild, sind da unten zusammengeschraubt. Ich habe hier überall so Einpressmuttern verwendet, dass man keine Muttern verliert, aber das muss auch nicht so sein. Also Mechanik ist nicht unbedingt so komplex. So sieht es dann etwas aus der Nähe aus. Dieses Rose-Gehäuse wird direkt auf diesen Winkel draufgeschraubt. Oben ist der Strahler. Hier habe ich noch einen selbstgedrehten Isolator verwendet, aber das ist zu kompliziert und zu aufwendig. Und ich habe jetzt im Moment mal einen TNC-Stecker drin, also das geht einwandfrei. Von der Kapazität ist es nicht viel schlechter wie das hier, also nicht nennenswert. So, der Versuchsaufbau, um die ganze Geschichte nachher zum Messen zu nehmen, ist dieser. Also meiner war es. Bei uns im System wird es nachher anders. Da kommen ja automatische Empfänger dazu, die von Ferne abgefragt werden. Ich habe einfach hier Laptop, ein ELAT FDM S2 genommen, DC-Speiseweiche, 15 Meter Kabel, nochmal eine Mantelstromsperre, nochmal 15 Meter Kabel.
also 30 Meter insgesamt Kabellänge, also Abstand mindestens 20 Meter und habe da die Antenne hingestellt. Das war meine Messanordnung. Was können wir jetzt damit machen? Ist klar, wir haben eine Antenne, mit der können wir natürlich empfangen. Das wäre die breitbandige Empfangsantenne. Das ist keine Kompromissantenne, die geht wirklich gut. Also wenn die eine störarme Umgebung hat, dann ist das wirklich eine brauchbare Antenne. Natürlich hat ein Beam, der 6 dB Gewinn hat, etwas besseren Signalrauschabstand. Ja, dann die Kompatibilität zu ITU muss noch gewährleistet werden. Die Feldstärke-Messung mache ich nach dieser Formel. Ich messe eine Spannung. Ob ich sie jetzt mit einem Empfänger messe, rein theoretisch kann ich einen Millivoltmeter nehmen, bloß das ist nicht selektiv. Also irgendwie muss ich die Spannung rausfinden und dann kann ich nach dieser Formel die Feldstärke ausrechnen. Zum Beispiel eben von dem Störrauschen, was ich untersuchen will. Die ITU verwendet kurze, verlustfrei angepasste Antennen. Da ist die Ausgangsspannung bei konstanter Feldstärke frequenzabhängig. Das ist ein großes Problem. Das heißt, bei tiefen Frequenzen kommt bei gleicher Feldstärke viel mehr raus wie bei hohen Frequenzen. Und deswegen braucht man diese Formel, mit der kann man die Korrektur ausrechnen, um die sich die Spannung mit abnehmender Frequenz erhöht. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ich habe sie auch noch kleiner zusammengeschrumpft, so eine zugeschnittene Größengleichung. Das graust den Mathematiker, der fragt dann gleich, wo kommen denn die 30,818 her? Aber das macht ungefähr dasselbe, also mit hoher Genauigkeit ist das die gleiche Formel. Dieser Wert muss addiert werden zu dem Wert, den ich als Messspannung aus meiner Antenne raushole, um dann den Wert zu bekommen, den die ITU mit ihrer theoretischen Antenne verwendet. So, das Rauschmaß nach ITU, das will ich auch nur kurz zeigen, weil das war ja im CQDL beschrieben. Das Rauschmaß ist diese ewig lange Formel. Hier hinten noch das thermische Grundrauschen. Und da kann ich also jetzt wirklich das Rauschmaß in dB ausrechnen, wenn ich hier diese Dinge weiß. Die Binnenbandbreite oder die Bandbreite von meinem Empfänger brauche ich natürlich. Dann brauche ich den K-Faktor der Antenne. Und wenn ich das alles weiß, und das ist Voraussetzung für die Messung, kann ich dann das Rauschmaß ausrechnen. So, die Formel ist ein bisschen, das ist wieder die verkürzte jetzt, sieht immer noch lang aus, aber das ist jetzt die vereinfachte Formel. Ich meine, wenn man mit irgendeinem System, mit MATLAB oder Excel oder sonst was rechnet, dann gibt man die einmal ein und dann ist die Sache erledigt. Da kann man relativ gut damit arbeiten. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Klaus, ich spute mich. Das ist die ITU-Kurve, die ich am Anfang schon erwähnt habe, P372-13. Hier sehen wir das Rauschmaß in dB und hier unten sehen wir die Frequenz in Megahertz. Beispiel 160 Meter, das ist gerade der dicke Strich hier in etwa. Da haben wir je nach Wohnlage eine Rauschzahl oder ein Rauschmaß von 60 dB oder mehr. Also sieht man gleich, wie unsinnig es ist, an seinem Kurzwellenempfänger jetzt die Rauschzahl von 10 dB auf 6 dB bringen zu wollen. Ist nämlich völlig nutzlos. Also das geht rauf in dem Langwellenbereich bis zu 80 dB. Rauschzahl ist gigantisch, aber so ist halt. Und das ist zum Teil natürlich Natur, aber zum großen Teil leider heute menschengemacht. Ich selber wohne in ländlichem Gebiet, 1200 Einwohner hat mein Dorf, aber ich liege leider auch irgendwo hier bei der Kurve B im Normalfalle. Also schon lange nicht mehr da, wo das ländliche Rauschen wäre, zu erwarten wäre. Das ist meine selbstgemalte Kurve von meinem Berechnungssystem. Mit Excel habe ich das gemacht. Da habe ich noch diese drei Linien eingezeichnet. Das ist die Rauschzahl oder Rauschleistung meiner Antenne, damit ich sehen kann, wann ich in die Nähe meiner Antenne komme, denn dann muss ich aufhören zu messen. Das ist für drei Strahler, 30 cm, 1 Meter, 2 Meter Strahlenlänge, Strahlerlänge. Also der 1 Meter ist eigentlich der Standardstrahler und da sieht man, dass man schon relativ weit runterkommt mit dieser Antenne.
Die Messeumgebung muss natürlich sauber sein. Da bin ich die ersten paar Messungen total reingefallen. Da haben wir in einem abgeschiedenen Tal in der Nähe von Ulm haben wir also so Rauschhügel gehabt. Und also ich konnte mir das gar nicht erklären. Und lange gesucht. Naja, muss nicht lange rumreden. Es war der Rechner natürlich, weil ich einen digitalen Empfänger verwendet habe. Die SDR-Empfänger haben den Charme, dass sie sehr genaue Messwerte liefern. Also die sind auf dem dB genau die Pegel, die anzeigen. Und darum nimmt man das gerne, aber da ist immer ein Rechner mit nötig. Und in dem Falle war es so, dass auf der Außenhaut des Koaxkabels vom Empfänger, also die Antennenleitung, als Mantelwelle die Störungen bis zur Antenne marschierten und da einkoppelten. Und eine Mantelwellensperre mit rund 40 dB Isolation auf dem Kabel eingefügt und das Erdnetz noch verbessert, hat das dann beseitigt. Dann war es gut danach. Aber da muss man unbedingt aufpassen, weil sonst misst man Mist. Also größte Sorgfalt, wenn man digitale Empfänger nimmt. Aber was anderes kommt eigentlich fast gar nicht in Frage für das ganze Messsystem. So, ich habe dann einige Messungen gemacht und habe auch bei einem OM aus unserem OV messen dürfen. Der ist Jäger und hat eine Jagdhütte auf der Schwäbischen Alb. Da ist weit und breit nichts. Da sagen sich Hase und Fuchs guten Morgen oder gute Nacht. Also da ist das nächste Dorf ist kilometerweit weg. Also sowas Tolles habe ich noch, da möchte ich unbedingt hinziehen, aber da ist kein Strom und da ist kein Internet. Also da, das, nee, leider. Das sind hier die Kurven. Also hier diese Kurve, diese blaue, das ist die vom Schützenhaus, von der Jagdhütte. Da, und die unterste gestrichelte grüne Linie, diese hier, das ist die ITU-Kurve für Quiet Rural, für einen ruhigen ländlichen Bereich. Und da liege ich genau drauf. Und hier kommt dann irgendwann die Galaktik-Noise-Kurve dazu. Die ist dann größer. Und da sieht man aber auch, dass die blaue Kurve hier ansteigt. Ne? Also das, da kann man sagen, das ist erfolgt oder es folgt ungefähr der ITU-Kurve. Das waren auch gute Standorte, dieser orangene und der rote. Das waren Upflamöhr, das ist dabei, was? Bei, wie heißt denn das Kraft? Zwiefalten. Bei Zwiefalten ist das auf der Schwäbischen Alb. Und das, die haben QTH für ihre Field Days. Das ist auch ganz hervorragend. Aber unten bei ganz tiefen Frequenzen, 100, 200 Kilohertz, da steigt das Rauschen an. Und das Gelbe, das war, ja, da haben wir eigentlich geglaubt, das ist mitten auf dem Land. Da war auch nichts. Keine Hochspannungsleitung, kein gar nichts. Nur Äcker. Aber trotzdem habe ich da einen höheren Pegel als hier gemessen. Also da, das ist manchmal, kann man sich nicht so richtig, ja, das waren immer tagsüber in der Mittagszeit, also vormittags normalerweise. Ja, und ich wollte gerade sagen, da kommen nämlich unter Umständen Störungen von anderen Orten als Raumwelle dazu. Und dann hast du plötzlich eine Mischung von Raumwelle und Bodenwelle und man weiß nicht mehr, wo es herkommt. Ne? Gut. Das ist jetzt eine Kurve, die sieht nicht mehr so toll aus. Das ist bei mir im Garten gemacht. Also da sieht man leider, dass ich also hier schon in dem, was ist das, Residential und also nicht mehr im Rural oder Quiet Rural Bereich liege. Da sind also schon irgendwelche Hügel jetzt. Und die drei Kurven übereinander waren nur zur Verifikation meines Messsystems. Ich habe dieselbe Antennenelektronik und Mechanik mit drei verschiedenen Strahlerlängen probiert. 30 cm, 1 Meter, 2 Meter, um dann eine Übereinstimmung festzustellen und ob meine Rechnung stimmt mit dem Antennenfaktor. Und das liegt eigentlich ziemlich gut übereinander, wenn man bedenkt, dass ein paar Minuten, also eine Messung dauert 10 Minuten oder so, dass nach 10 Minuten sich die Störsituation schon wieder geändert haben kann. Ne? Das müsste man eigentlich simultan parallel messen, aber dafür ist es nach meinem Dafürhalten deckungsgleich genug, gut genug. Welche Einbrüche? Ja, also hier ist ein Störer, da ist einfach ein Störer, das Maximum. Ne? Ja, also ich würde sagen, die Kurve würde eigentlich gerne hier verlaufen, entlang der blauen, aber irgendwelche Schweinepriester da und da, die sorgen dafür, dass das nicht so ist. Irgendwelche Nachbarn mit Solaranlagen oder... Was denn? Ja, hier ist ein Megahertz, ja. Ja, ich messe es immer von 100 Kilohertz an. Da haben wir ja auch unser 2000...
Ja, gut, aber nee. Zur Messung muss ich dazu sagen, ich habe das ja manuell gemacht, also nicht mit Computer automatisch. Ich habe mich immer nur auf freie Frequenzen gelegt. Ne? Also, also das wäre ja ganz tödlich, wenn ich mich auf einen 500-Kilowatt-Sender draufsetzen würde. Also ich habe immer Lücken gesucht. Im Rundfunkband ist das natürlich so eine Sache. Da habe ich einmal unterhalb und einmal oberhalb vom Rundfunkband gemessen. Aber auf jeden Fall immer da, wo kein Signal ist. Und das ist bei der automatischen, bei der Algorithmik für unser automatisches System das Hauptproblem nachher, rauszufinden, wo ist so eine freie Frequenz. Denn sonst messe ich Mist. Ne? So, machen wir schnell zu Ende. Das ist nur eine andere Darstellung. Bislang hatten wir immer nur die ETU-Kurven, die ITU mit ihrer Rauschzahl. Und jetzt ist das dasselbe, wenn man die Zahlen mal hat, kann man auch umrechnen in eine Feldstärke und nicht mehr bei 1 Hertz Bandbreite, sondern in diesem Falle mal bei einer SSB-Bandbreite 2,5 Kilohertz. Und da sehen die Kurven dann so aus. Also die haben einen etwas flacheren Verlauf, hier unten sind sie fast gerade. Also das ist dieselbe Kurve von vorhin, bloß in dieser anderen Darstellung. Wie gesagt, wenn man die Daten einmal im Rechner hat, kann man die beliebig kreuz und quer und rauf und runter rechnen. Also andere Darstellung, die vielleicht dem einen oder anderen geläufiger ist in dB Mikrovolt pro Meter. Man könnte es auch in Mikrovolt pro Meter ausdrucken. Vielleicht geläufiger als die Rauschzahl F, aber gut, ist Geschmackssache. Die ITU hat diese Rauschzahl eingeführt und auf jeden Fall müssen wir die auch erwähnen. So, das ist jetzt der Schwanengesang. Das wissen wir alle, dass Lampen aller Art, also Glühlampen nicht, aber LED-Lampen und Schaltnetzteile, vor allen Dingen DSL, VDSL, auch für einen Störnebel sorgen. Und diese Entwicklung, die natürlich negativ ist für alle, die wollen wir aufzeichnen. In diesem Jahr soll es mit ein paar Empfängern beginnen. Das ist das Electrical Noise Area Monitoring System des DARC und dieser Sache dient das Ganze. So, das war's, da bin ich am Ende. Und Frage, gibt's noch Fragen? Ja? Hast du dich mit den ITU-Dokumenten mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt, mit den Beispielen, die Sie nennen, für freie Antennen? Weil da Ja, nee, also ich habe. Aber ITU ist an der Stelle nicht widerspruchsfrei. Ich meine, es sind schlussendlich viele BBs, um die es geht, aber die Frage ist, ob eben das wirklich eine Rauschmaßfeldstärke ist oder eine mit Antennenfaktor Rauschmaßfeldstärke. Da widerspricht sich ITU selbst. Wir haben es leider noch nicht geschafft, den entsprechenden Kurator. Ach so, der das. Ja, das ist halt leider, sagen wir mal, das Einzige, was wir so als Richtlinie haben. Und von daher muss man sich im Moment damit beschäftigen. Ja, bitte? Also mein Vorschlag ist, erstmal finde ich das sehr gut, aber ich habe eine Sorge, dass das Ziel nachher nicht erreicht werden kann, dass ich sage, schau mal, das ist die Realität, die Entwicklung in Deutschland, das wird viel zu hoch. Mein Ansatz ist, ich habe arge Bauchschmerzen in der Kalibrierung und würde deswegen vorschlagen, das mal experimentell durchzuziehen und zwar in der Form, dass man einen Testschaler im Sinne eines reinwärtigen Schmalers, vielleicht mit einer Bauchschmelle damit, in einer sich überlegten Position vielleicht 10 Meter Abstand hinstellt, auf verschiedenen Höhen an verschiedenen Orten, Beispiel, irgendwo ein ganz feuchter Ackerboden, Sand, Parkplatz, Gebirge, am Meer, Salzwasser. So, und dann, wenn da aus diesem Test rauskommt, jawohl, die Variation, also das Delta ist irgendwie plus minus 1, 2, 3, geht nicht drüber, aber dann ist es validiert. Dann kann es dann angegriffen werden. Also in anderen Worten, ich will sicherstellen, dass hier die Angriffsmöglichkeit nachher die internationalen Normengremien der Hebel an der Stelle nicht angesetzt werden kann, dass man das leider Gottes bei den Lobbyisten zur Kenntnis nehmen muss, dass es so ist. Ja. Und damit vielleicht auch mal eine Grundlage zu einer Bewegung schaffen könnte. Ohne die Kalibrierungsabklärung ist keine Chance aus meiner Sicht, dass die Daten akzeptiert werden. Mhm.
Gut, da kann man ja nächste Woche drüber diskutieren. Ja. Also zu den Böden, feucht, batsch, nass und Schnee, kann ich sagen, ist nicht viel Unterschied. Mhm. Nicht viel als kleiner 1, 1,5 dB, wenn es überhaupt dann vom Boden kommt. Ja, das muss man auch, klar. Aber grundsätzlich hat Andi recht, dass man diese Dinge berücksichtigen muss im Sinne der Akzeptanz. Ja, klar. Wenn die Gegenfeuer kommen, dann gut. Ich war ja auch mit Fehlerrechnung mitliefern. Also wenn man das Festhaus begutachtet, da ist, was ich jetzt nicht sage oder irgendwas, dann weiß man, es gibt ein Measurement Uncertainty Budget. Das ist alles normativ festgelegt. Da kommt raus, in einem Konfidenzintervall von 95%, K gleich 2, habe ich plus minus dB. Dann fühlen Sie sich wohl, haben Sie fühlen Sie sich zu Hause und ja. Ja. Das Schlimme ist ja, dass wir gar nicht so arg weit von den Hebenkurven weg sind. Und ich meine, das ist das, was uns damals bei PNC vorgehalten wurde. Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt so empfindliche Empfänger, hat es doch den geheißen. Ja, ja, das ist. Da gibt es bei BNZA halt Kollegen, die nehmen es nicht gut für den Sektor. Obwohl das gerade die Kollegen sind, die diesen Tag gut sind. Leider. Tja, ja gut, schauen wir mal, was. Nächste Woche herausfinden. Noch weitere Fragen? Ja, da. Würde bei dem Vertikalstrahler eine Erdkapazität die Lage verändern? Ja, natürlich. Ich könnte den Strahler auch noch kürzer machen, also eine erhöhte Dachkapazität. Ich muss ihn dann kürzer machen, denn mit der Dachkapazität darf ich auf keinen Fall in die Resonanz kommen. Wenn ich jetzt eine so große Kapazität oben drauf mache, dass ich jetzt bei 25 MHz eine Resonanz bekomme, ist es schlecht. Aber grundsätzlich erhöht die Dachkapazität den kapazitiven Blindanteil der Antenne und somit verbessert er die Wirkung mit dem Verstärker. Ne? Okay, da ist noch, ja? Er hat länger. Der Knubbel auf der Rode- und Schwarzantenne HI010 ja? Von der Simulation, ich glaube, knapp ein dB. Also immerhin, ja. Ausgangsspannung, also das Dachkapazität bringt in jedem Fall etwas, ob man sie hier braucht. Weil man ist ja in der Länge nicht arg eingeschränkt. Ja. Die Frage zielt auf das Gehäuse. Ja. Das Gehäuse ist hier ein metallisches Gehäuse. Ja. Sehr viele Bauvorschläge im Amateurbereich sind in zum Beispiel solch ein Kunststoffrohr aus dem Kanalisationsbereich gebracht. Hätte ich fast gesagt. Ja, der Vorteil ist, das Zeug ist leicht. Ja. Ja gut, ich meine, das ist auch leicht zu transportieren. Also da sehe ich eigentlich kein Hindernis, das Teil zu transportieren. Aber mein Problem wäre dann gleich, wie ist die Masseverbindung zwischen der Buchse und der und mit dem Verstärker vor allen Dingen. Das ist ja alles schwimmend in dem... Ja, gut, also machbar wäre es. Aber muss auch wasserdicht sein natürlich. Ne? Das ist bei Kanalisationsrohren mit Stopfen oben. Die sind wasserdicht. Ja. Ja, wo war die Frage? Ja. Eigentlich nicht, weil... Also das mit der Kapazität kann ich gleich sagen, nein, wäre nicht besser, weil die Kapazität wird zwischen Leiterbahn und der auf der Unterseite liegenden Massefläche gemacht. Also das ist ja eine zweiseitige Leiterkarte, die hat unten eine durchgehende Massefläche und oben ist die Leiterbahn und die hat zur Fläche hin eine Kapazität und die ist viel größer wie die, die das Ganze zum Gehäuse hätte, weil die Abstände größer sind. Ne? Also habe ich hier gemacht, ja, das... Ja, aber es ist nicht wetterfest. Ne? Ich will das Ding ja Tag und Nacht und Sommer und Winter draußen stehen lassen. Das habe ich hier noch mit Silikon abgedichtet. Ja, das, da kann man noch überlegen, was man macht. Aber Bananenstecker, meine ich, wäre auch nicht unbedingt von der Stabilität her das Beste. Ne? Hier, ich mache das mal auf, dann kann das gleich noch jeder angucken. Nicht? Ja.
nach deinem Vortrag. Ja, ich. Ja. Was spricht dagegen, wenn man die Antenne nur als Empfangsantenne benutzen möchte, also im praktischen Betrieb, diese metrisch aufzubauen? Das ist noch unabhängig vom Erdboden. Aber nicht ganz. Nee, nee. Also die horizontal polarisierte Feld ist dicht am Erdboden gleich oder über dem Erdboden gleich null. Das heißt, wenn du die Antenne jetzt auf dem Erdboden hältst, 10 cm drüber, empfängst du gar nichts. So, und wenn du jetzt höher gehst, ja, du musst dann also wirklich das Ding auf einen 10-Meter-Mast oder sowas setzen, sonst geht's nicht. Ne? Und die Vertikale kannst du auf den Boden stellen, das ist der grundlegende Unterschied. Ja, und ITU hat es außerdem auch vorgeschlagen. Ne? Nee. Das heißt, das Ziel liegt ja aus den Augen verlieren. Ja? Also das ist keine Empfangsantenne, sondern eine Festantenne. Das ist auch eine, das ist eine gute Empfangsantenne auch. Aber der Hauptzweck ist im Moment mal die. Gut. Oh, herzlichen Dank. Dankeschön.